Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche und Kinder, ich heiße Sie und heiße euch auf das allerherzlichste willkommen. Wir befinden uns hier im koptischen orthodoxen Kloster der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Mauritius in Höxter Brinkhausen. Ab und zu kommt aus Ägypten Metropoliten oder Bischöfe, die man begleitet, die haben ökumenische Gespräche oder in Deutschland etwas zu erledigen für die Mutterkirche. Bischof Johannes, persönlicher Sekretär, seine Heiligkeit Papst Schnude III., kam nach Berlin und ich durfte ihn tagelang begleiten mit meinem bescheidenen alten BKW Mercedes. Als ich zurückkam auf der Autobahn, hatte ich das Gefühl gehabt, das Auto schwebt. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, was ich nicht erklären könnte. Das war das Gefühl, als ob das Auto auf einer Wasseroberfläche schwebt. Bis ich ans Ziel kam, nach Borgentreich, stieg aus meinem Auto raus und entdeckte, dass ein Rad total losgelöst ist. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich ausgestiegen bin, konnte man das Rad in der Hand nehmen, denn Teile von der Metallverbindung zu der Achse waren losgelöst. Ich dankte Gott, der uns in Schutz genommen hat und uns vom Schäden bewahrt hat, dass dem Gast nichts passierte, mir und auch keine Verkehrsprobleme entstanden sind.